Das Vierauge hat nicht vier Augen, es hat nur zwei Augen. Was es allerdings hat, die Pupillen sind jeweils horizontal getrennt durch so eine Trennwand. Und durch das haben sie eigentlich vier Pupillen, in dem Sinne also nicht vier Augen, sondern vier Pupillen. Das Vierauge liegt meistens so im Wasser, dass der Wasserspiegel genau zwischen den beiden Pupillen liegt. Und somit schaut also die obere Hälfte vom Auge mit der oberen Pupille aus dem Wasser raus und die untere Hälfte vom Auge logischerweise liegt unter dem Wasser mit der unteren Pupille. Und das Vierauge kann somit gleichzeitig Oberwasser und Unterwasser sehen. Und es ist auch noch so, dass die Pupillen jeweils verschiedenartig aufgebaut sind, so dass das Vierauge noch scharf kann sehen, gleichzeitig Oberwasser und Unterwasser. Und es ist sehr, sehr selten im Tierreich. Vier Augen sind lebendgebärend. Die Okay. bringen also die Jungen eigentlich fixfertig auf die Welt. Und Okay. die sind etwa 5 cm gross, nach der Geburt. Und es Genau. können so bis zu 5 Jungtiere können das sein, aufs Mal.